Okay, da sind wir wieder direkt zurück, nachdem ich mir bei Wikipedia von Minecraft was durchgelesen habe. Ja, als erstes brauche ich ein neues Schwert. Das macht man ja, wie ich eben gerade gelernt habe, nicht so, sondern so. Ja, und das ist jetzt hoffentlich das letzte Holzschwert, was ich jemals in meinem Leben bei Minecraft gemacht habe. Wo habe ich denn hier meine Spitzhacke? Da habe ich die Spitzhacke. Ich scheiße jetzt erstmal auf die Symmetrie, Freunde. Ich brauche jetzt erstmal Cobblestones. Warum brauche ich Cobblestones? Ist relativ einfach. Kann sich jeder Vollidiot denken. Naja, ich meine, für Leute, die noch nie Minecraft geguckt haben, die können sich das nicht denken. Aber Leute, die schon mal jemals Minecraft geguckt haben, und ich glaube, ihr habt schon jemals Minecraft geguckt, weil Minecraft gibt es ja schon so lange. Also ich habe vorhin mal so geschaut, wie lange es so Minecraft schon gibt. Minecraft gibt schon lange. Ich mache jetzt einfach direkt vor meiner Basis einen Eingang in eine Höhle rein. Also das wird hier nicht meine Basis, Freunde. Das ist jetzt hier meine Survival-Ecke, nenne ich es mal, ja. Also hier spawne ich irgendwie und ich muss hier irgendwie überleben. Erstmal die paar Tage jetzt, also in Minecraft. Und ich habe eben nachgeschaut, also für Leute, die das gute alte Minecraft ja, gesehen haben, die ersten Folgen, mir nette Kommentare hinterlassen haben, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, weil noch nichts online ist. Und ich weiß jetzt auch, wie man Wolle bekommt. Dafür brauche ich aber Eisen. So. Aber wir scheißen jetzt auf Eisen. Schwer tot. Ha! Wolle! Ich brauche 3 Stück davon. Das heißt, ich muss 3 verfluchte Schäfchen snatzen, um schießen. Und das machen wir jetzt auch, damit ich gleich die nächste Nacht überspringen kann, Freunde. Ich habe nämlich keine Lust, schon wieder 10 Minuten lang nachts hier... Greif an! Zwei Wolle. Tut mir sowas von leid. Und normalerweise würde ich euch auch scheren, wenn ich könnte, aber... ja, ich habe leider keinen Dingens. Ne? Habe ich noch genug Holz? Ja, habe ich noch. Klasse Sache. Dann laufen wir mal kurz zur Dings. Zu meinem Bettchen. Zu meiner Crafting Box. Mach einen auf den hier. Und mach einen auf den hier. Hab mein Bett dann da. Und kann dann mein Bettchen hier aufstellen. Wie war das irgendwie? Man sollte es nicht an eine Wand stellen. Ach, das ist mir jetzt sowas von Lachs, doch. Wenn hier gleich irgendwelche Monster spawnen, ist mir das auch wurscht. So, jetzt buddeln wir uns hier erstmal einen kleinen Tunneleingang rein. Und zwar folgendermaßen läuft das immer bei mir ab. Also ich buddel immer so. Ja. Wir buddeln uns jetzt einen kleinen Schacht. Versuchen ein bisschen Kohle zu finden. Ich glaube, das sollte irgendwie im neuen, also in den neuen Versionen soll irgendwie Kohle verhäufigt vorkommen. Ich check mal lieber hier hinter, ob da noch Kohle ist. Was es nicht ist, so ein Scheiß! So, jetzt haben wir erstmal hier noch Cobblestones, ne? Um uns eine Cobblestone Spitzhacke zu basteln. Aber erstmal brauchen wir gleich mal Holz, weil wir machen uns jetzt mal 3 Stück. 1, 2, 3. Das gab ja schon ordentlich was. Jetzt habe ich gelernt, ja, wir sollen... Verdammt. Ich muss jetzt mich erstmal wieder an die ganzen Mechaniken gewöhnen. So. Wir sollen einen Öfen bauen, Freunde, einen Öfen. Was können wir mit dem Öfen machen? Mit dem Öfen kannst du was brutzeln. So, mal gucken, was funktioniert, wenn man das da reinmacht und das oben drauf tut. Das akzeptiert er nicht. Mal gucken, machen wir mal einen Test, wenn wir das wieder zu 4 von denen verbuddeln und die da reinschmeißen. Ob er das dann verbuddelt? Nee. Das zieht er ja gar nicht ein. Na, dann müssen wir uns eben Kohle suchen. Ich brauche, ich meine, ich werde es uns abscheißen. Ich habe fast kein Leben.
Aber wir machen jetzt einen Test. Was bringt dieses komische, vergümmelte Fleisch jetzt hier? Jetzt sehe ich so vergiftet aus irgendwie. Irgendwie ist das... Keine Ahnung. Ich blubber irgendwie. Aber Leben gab mir das jetzt nicht zurück. Ich verstehe das System noch nicht. Egal. Wo ist denn meine Schaufel? Also Äxtchen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Also wir brauchen gleich wieder Holz. Aber ich möchte jetzt eigentlich, ich weiß nicht, möchte ich tief? Ich möchte jetzt gleich die erste Höhle ausheben. Aber Höhle ohne Fackel gleich ungesund. Von daher brauche ich Kohle. Kohle gibt es irgendwo hier, aber ich habe noch nichts gefunden. Deswegen graben wir jetzt erstmal in eine gerade Richtung und machen den Gang jetzt breiter, damit ich wieder neu generieren muss. Oh, schrecklich, dieses Spiel manchmal. Schon prozessorfressend. Ja, Steine abbauen ist eine spannende Angelegenheit, gehört aber zu Minecraft dazu, genau wie das Überleben. Hahaha, der einzige Sinn von Minecraft eigentlich ist es zu überleben. Also, es gibt eigentlich keinen anderen Sinn, also im Survival-Mode nicht. Schaufel. Hier unten wird sozusagen meine unterirdische Basis, ich habe mir das jetzt... Also ich werde jetzt keine Basis hier bauen. Ich weiß nicht, wo ich eine Basis bauen will. Also hier wird auf alle Fälle die erste sein. Also so die Survival-mäßige Basis. Und das sieht irgendwie übelst scheiße aus, wenn hier so ein riesen Loch ist. Deswegen kommt jetzt hier einfach das wieder zugebastelt. Ganz einfach. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nirgendwo runterfall und so. Ups. So. So, nee, die müssen wieder weg, ja. Aber so geht das. So kann man das locker machen. Die beiden können auch mal weggehen. Einen schicken Eingang. Das Problem ist, hier wird es jetzt gleich dunkel und hier können überall Monster sein und ich habe keinen Sound an und das ist nicht gesund. In Minecraft habe ich festgestellt, ich habe überhaupt kein Leben mehr und ich bin auch total müde und keine Ahnung, ich glaube, also... Was passiert, wenn man kein Hunger-Dings hat? Da ich hier noch keine Dings gefunden habe, keine Kühe, ist es ein bisschen scheiße, um hier irgendwie was zu töten und so. Und ich brauche Kohle. Aber hier gibt es keine Kohle. Ich gehe mal ans Tageslicht und schau mal kurz, dass ich hier vielleicht irgendwo eine nette Kuh finde, die meint so, ja... Oh, Pilze. Ich habe gehört, man kann Pilze essen. Aber es kann auch passieren, dass man von Pilzen stirbt. Also, das sieht mir aus wie ein giftiger Pilz. Aber vielleicht ist es so, dass man die usen kann und backen kann. Und dann hat man Pilze. Also, Pilze eben, ne? Pilzsuppe oder so. Also, ich glaube, da gibt es Rezepte für oder sowas. Also... Keine Ahnung, wie das genau funktioniert inzwischen bei Minecraft. Es ist alles sehr kompliziert und sehr durchdacht. Muss ich ja sagen, wir haben ja ziemlich viel aus diesem Spiel gemacht und es reimt sich. Ich sollte vielleicht professioneller Reimer werden. Und ich sehe, es wird schon wieder Nacht. Und da habe ich schon wieder einen Reim gemacht. Und da es schon wieder Nacht wird, schätze ich einfach mal, ey, dass wir jetzt schon irgendwie gleich in der dritten, vierten Folge sind. Naja, wir überspringen jetzt einfach die Nacht. Gute Nacht. Es ist Tag. Okay, herzlich willkommen zurück bei Es ist Tag. Heute mitten im Leben. Die Familie Minecraft hat da drüben Bambus gesichtet. Und das sind Seerosen oder sowas. Fischies!
Greifen die an? Sind die böse? Ich weiß nicht, ob die böse sind, also ich habe ein bisschen Angst vor denen. Oh, oh, was ist das denn hier? Halt, stopp, die muss ich weg, das muss ich mal wegschaufeln. Ich hab, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe ja noch eine Schaufel hier. Ach, das ist auch einfach Dirt. Dörte. Aber Moos ist das. Das ist Morast. Quasi. Oh, hier sind noch mehr Pilze. Ich klöppel noch mal ein bisschen Holz, weil ich möchte mir Holzkohle machen. Weil mich nervt das jetzt tierisch, hier Kohle zu suchen und man findet nichts. Das ist scheiße. Das hat mich schon immer bei Minecraft aufgeregt. Dass man, wenn man Kohle braucht, man nie Kohle findet. Wenn man Kohle nicht braucht, man viel zu viel Kohle hat. Ja. Und dann klaut Kohle irgendwann einem das Inventar und so. Also, ich finde das ab und zu ein bisschen frech von der Kohle, sich so zu verstecken. Aber ich glaube, das kommt im Laufe des Spielverlaufs auf uns alle zu, dass wir genug Kohle haben. Ah, so. Ja, für die gerade laufende Folge habe ich ja definitiv noch keine Videofrage gestellt. Und das ist gerade ein sehr guter Zeitpunkt, da mein Minecraft mal wieder sagt, ja, wir generieren die Welt neu, wir machen, also, keine Ahnung, Videofrage. Ich brauche eine Videofrage, damit ihr mir diese beantwortet. Wie lange spielt ihr Minecraft? Das heißt, ab welchem Beta-Stand spielt ihr Minecraft? Spielt ihr ab Beta 1.0? Spielt ihr ab der Alpha? Also ich spiele Beta seit Beta 1.1. Also ganz von Anfang an. Also wirklich von Anfang an. War das gerade Sprinten? Cool. So, und jetzt möchte ich wissen, wie man Holzkohle bastelt. Ah, das finde ich schon raus. Ich habe Wood. Vielleicht machen wir daraus ja irgendwas. Ha! Das funktioniert. Was kommt da raus? Kommt da Cobblestone, kommt da Cleanstone raus? Tatsache. Da kommt einfacher stinknormaler Stone raus. Warum habe ich verschiedenes Wood? Was passiert, wenn man Wood mit Wood wegburnt? Kommt da verbranntes Wood raus? Das wäre geil. Oder kommt dann Holzkohle raus? Kohle! Kohle, 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 Kohle! Wird jetzt der Gronkh singen? Ich sing's nicht. Seit wann gibt's denn dunkle und helle Bäume?